10. März 2005. Die argentinische Polizei verkündet die Festnahme von einem der wohl meistgesuchten Sektenführer der Welt. Paul Schäfer gründete die Sekte Colonia Dignidad. Jahrzehntelang hat er Familien zerstört, Kinder missbraucht und Menschen gefoltert. Schäfer versprach seinen AnhängerInnen das Paradies auf Erden. In Wirklichkeit war die Kolonie eine riesige Fassade, die Schäfer erschaffen hat, um seine extremen Machtfantasien und pädokriminellen Taten umzusetzen. Dabei benutzte er sehr ausgeklügelte psychologische Manipulationsstrategien. Das Gefährliche ist, dass diese Strategien grundsätzlich gegenüber jedem Menschen anwendbar sind. Wie schaffen es Sektenführer wie Paul Schäfer, Menschen so vollständig in ihre Kontrolle zu bringen? Und wie gelingt es ihnen, Polizei und Justiz oftmals jahrzehntelang zu täuschen? Der Aufstieg von Paul Schäfer beginnt 1945, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, im Rheinland. Soldat war er nie. Schäfer wurde von der Wehrmacht ausgemustert und erlebte den Krieg als Sanitäter. Jetzt ist er 23, schmächtig, ein Schulabbrecher ohne erlernten Beruf. Um über die Runden zu kommen, bewirbt er sich bei christlichen Organisationen als Jugendpfleger. Sehr wahrscheinlich hat er sich ganz bewusst als Jugendbetreuer betätigt, weil er dadurch Situationen schaffen konnte, in denen er den sexuellen Missbrauch beging. Seine Taten fielen immer wieder auf und er wurde immer wieder gekündigt, doch die Taten wurden nicht angezeigt. Das hing auch damit zusammen, dass in der damaligen Zeit das Thema sexueller Missbrauch völlig tabuisiert wurde. Und die Institutionen waren nur daran interessiert, ihren eigenen Ruf zu schützen. Und das ermöglichte Paul Schäfer, immer weitere Kinder und Jugendliche zu missbrauchen. In dieser Zeit entdeckt Schäfer seine Gabe. Er ist ein begnadeter, charismatischer Redner, der es versteht, Menschen in seinen Bann zu ziehen. Das will er nutzen. Er wird Laienprediger und zieht mit Bibel und Gitarre durch Deutschland. Paul Schäfer predigt vom Teufel und Sünde. Er predigt ein Leben ohne Sex und ohne Besitz und nennt es Paradies. Seine Predigten sind teilweise als Tondateien erhalten. Eine jegliche Rede an mir, die mich hochbringt, wird er wegnehmen. Wenn keine Frucht da ist, dann wirst du abgeschnitten. Das ist doch ganz klar von einer jeglichen Rede. Die Frucht bringt, die wird gereinigt. Was heißt denn das? Da wird alles das herausgeschnitten, was verdorben ist an dir. Versteht ihr? Habt ihr mich verstanden? Ja. Paul Schäfer nutzte ganz gezielt den christlichen Glauben der Menschen, die ihm zuhörten, und formte diesen im Sinne seiner persönlichen Ziele um. Er wählte ganz selektiv Bibelzitate aus und interpretierte sie so, dass sie genau zu dem passten, was er von seinen Zuhörenden wollte. Das, was er sagte, das herausgeschnitten werden soll, was aus seiner Sicht nicht richtig ist, das hat er mit brutalsten Methoden umgesetzt. Und letztendlich sollten die Menschen, die sich ihm unterwarfen, völlig willenlose Marionetten sein. Schäfers AnhängerInnen folgen ihm. Auch als er von ihnen zunächst 10%, später alles an Einkommen für die Gemeinschaft fordert. Mit diesem Geld kauft er 1954 in der Nähe von Bonn ein Stück Land. Hier lässt er seine AnhängerInnen ein Zuhause für seine wachsende Sekte bauen. Offiziell ist es ein Jugendheim. Waisenkinder sollen hier ebenso ein Zuhause finden wie Kinder aus verarmten Elternhäusern. Ihm anvertraute Jungen bestellt Schäfer oft abends in sein Schlafzimmer und missbraucht sie sexuell. Dabei verwendet er Manipulationsstrategien, die Täter in allen Zeiten und Kulturen anwenden. Er ist zunächst freundlich zu den Jungen, gibt sich als väterlicher Freund und die emotionale Abhängigkeit, die er erschafft, benutzt er, um dann den Missbrauch zu begehen. Die Jungen, die sind völlig verwirrt, die haben keine Worte, um zu beschreiben, was er mit ihnen tut, und die allermeisten von ihnen vertrauen sich niemandem an. Diejenigen, die es aber tun, erleben schrecklicherweise, dass ihnen nicht geglaubt wird. Ein Kernpunkt von Schäfers Lehre: Seine AnhängerInnen müssen täglich ihre Sünden beichten. Selbst intimste Details werden von ihm sorgsam protokolliert. Diese Details nutzt Schäfer, um sie zu kontrollieren. Hilft das nicht, drohen brutale Bestrafungen. Seine AnhängerInnen wissen, dass er Jungen des Abends zu sich in sein Schlafzimmer holt. Missbrauch können oder wollen sie nicht sehen.
Menschen sehen das, was sie sehen wollen. Das nennen wir in der Psychologie den Bestätigungsfehler. Das sieht man im Fall von Paul Schäfer. Er hat häufig Verhaltensweisen gegenüber Kindern und Jugendlichen gezeigt, die auffällig waren und die durchaus Grund zu Misstrauen gegeben hätten. Ein Beispiel ist, dass Erwachsene, die in seinem Jugendheim gearbeitet haben, berichtet haben, dass ihnen aufgefallen ist, dass regelmäßig Jungen bei ihm übernachtet haben. Die Erwachsenen schilderten aber, dass sie dachten, ach, wie nett von ihm, er ist so kinderlieb. Und dass sie keine Sekunde darüber nachdachten, dass er die Kinder sexuell missbrauchen könnte. Menschen so auszunutzen und zu kontrollieren, wie Paul Schäfer es getan hat, beruht auf der Beeinflussbarkeit der menschlichen Psyche. Dabei muss es sich nicht um einen Kult oder eine Sekte handeln. Die gleichen oder sehr ähnliche kontrollierende Verhaltensmuster können sich ebenso in Familien finden, in Beziehungen, in Arbeitssituationen. Im Kern geht es immer darum, dass die manipulierenden Menschen oder Gruppen bestimmte Bedürfnisse auf Kosten anderer befriedigen wollen und dabei auch den Schaden anderer in Kauf nehmen oder sogar bewusst bewirken. Die Menschen, die manipuliert werden, werden dadurch manipuliert, dass zunächst ihre Gefühle und dann auch ihre Wahrnehmung manipuliert wird und dass sie dadurch immer mehr bereit sind, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht tun möchten und die ihnen sogar schaden. PsychotherapeutInnen erklären derartige Manipulation mit dem sogenannten BITE-Modell. Es steht für 4 Bereiche der Kontrolle. Behavior, Verhalten. Betroffenen wird vorgeschrieben, wie und mit wem sie leben und befreundet sein dürfen oder wie sie sich zu kleiden haben. Information. Betroffene werden von Internet, Zeitungen und anderen Informationsquellen ferngehalten. Thought, Gedanken. Betroffene werden in ein stark vereinfachtes Weltbild gedrängt, in dem es nur Gut und Böse gibt. Religiöse oder andere Doktrinen werden als einzige Wahrheit dargestellt. Emotionen. Betroffenen werden Schuldgefühle eingeredet. Sie seien Sünder, unwürdig, nicht gut genug. Glück können sie nur innerhalb der Gruppe oder Struktur finden. Ihr seid voll, und zwar voll Dreck, voll Faulheit, voll Weltlust, voll Augenlust, voll Sünde, voll Fleischespest. Sehr wahrscheinlich hat Paul Schäfer sich nicht eines Tages hingesetzt und ganz gezielt einen umfassenden Plan erstellt, wie er die perfekte Sekte aufbauen würde. Menschen wie er lernen im Laufe der Zeit, wie Manipulation besonders gut funktioniert. Und sie verfeinern diese Mechanismen. Und dementsprechend ist es wichtig, die Mechanismen solcher dysfunktionalen Gruppen zu kennen, um sie zu erkennen und sich vor ihnen zu schützen. Die Sekteninfo NRW hat eine Checkliste, anhand derer man konfliktreiche Gruppen und sogenannte Sekten erkennen kann. Umso mehr der Punkte zutreffen, desto vorsichtiger sollte man sein. Doch noch ist Schäfers Kontrolle über seinen immer weiter wachsenden Kult nicht absolut. 1961 wenden sich die Eltern zweier Jungen aus Schäfers Heim an die Polizei. Er soll ihre Kinder missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Bonn beantragt einen Haftbefehl wegen Unzucht mit Abhängigen, so der offizielle Sprachgebrauch. Doch Schäfer bekommt Wind von den Ermittlungen und flieht aus Deutschland. Die Menschen, die an ihn glauben, bekommen nun also mit, dass ganz konkret gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt wird. Dass sie das weiterhin nicht wahrhaben wollen, hat damit zu tun, dass sie sich sonst eingestehen müssten, zum Teil seines Missbrauchssystems geworden zu sein und diesen Missbrauch mit gestützt zu haben. Und das ist so bedrohlich, dass diese Menschen weiter daran festhalten, er sei ein Heiliger und die Vorwürfe müssten alle falsch sein. Paul Schäfer organisiert einen schier unglaublichen Plan. Er will seine gesamte Sekte von Deutschland nach Chile transportieren. Einige Heimkinder, die gegen ihn aussagen könnten, lässt er entführen und per Flugzeug nach Chile bringen. Um seine AnhängerInnen zu überzeugen, ebenfalls auszusiedeln, predigt Schäfer einen kurz bevorstehenden Dritten Weltkrieg. Wir müssen jetzt die Tür schließen und müssen beten, wenn es nicht anders gibt. Ich meine, wir müssen beten. Dies ist der nächste riesengroße Schritt zur Erlangung absoluter Kontrolle. Paul Schäfer macht sich ganz gezielt zunutze, dass viele der Menschen, die an ihn glauben, den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Er macht ihnen riesige Angst. Er sagt, der nächste Krieg stünde vor der Tür und nur er könne sie retten. Sie müssten nun wieder fliehen mit ihm als Anführer und dann würde alles gut werden. Mehr als 200 AnhängerInnen folgen seinem Ruf. Das Jugendheim verkauft die Sekte für 900.000 D-Mark an die Bundeswehr. Mit dem Erlös kauft Schäfer in einer abgelegenen Gegend von Chile eine heruntergewirtschaftete Farm.
Hier gründet er sein Reich und nennt es Colonia Dignidad, Kolonie der Würde. Paul Schäfer bringt die Menschen an diesen abgelegenen Ort, nimmt ihnen ihre Pässe und ihr Geld weg. Sie sprechen auch die Landessprache Spanisch nicht. Ab diesem Moment sind sie ihm völlig ausgeliefert. In 4 Jahren harter Arbeit errichten Schäfers AnhängerInnen ein ganzes Dorf. Ziel ist es, auf dem Gelände der Colonia Dignidad vollkommen unabhängig von der Außenwelt zu sein. Alle müssen mitarbeiten, auch die Kinder. 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ihnen wird immer und immer wieder eingeredet, er sei der Messias und sie lebten im Paradies. Jegliches kritische Denken wird komplett unterdrückt. Und Schäfer sorgt auch dafür, dass die Kinder den sexuellen Missbrauch, den er begeht, überhaupt nicht einordnen oder benennen können. Sie haben keine Sexualkunde, sie verstehen gar nicht, was er da mit ihnen macht. Die Sekte wird als gemeinnützige Organisation anerkannt. Tatsächlich unterstützt Colonia Dignidad die Menschen aus der Umgebung massiv, unter anderem mit Essen und Kleidung. Schäfer lässt auch ein Krankenhaus bauen, in dem Menschen aus der Umgebung kostenlos behandelt werden. Das sichert ihm die Unterstützung der größtenteils bettelarmen Bevölkerung. Schäfer selbst gibt sich als Arzt aus und missbraucht auch im Krankenhaus ihm anvertraute Kinder. Mit Geschenken und Gefälligkeiten sichert er sich außerdem das Wohlwollen von Polizei, Politik und Justiz. Es ist das gleiche Muster wie vorher in Deutschland, nur viel größer. Kinderbetreuung, die Aufnahme von Waisen, ein kostenloses Krankenhaus. Die Menschen wollen das Gute sehen und Schäfer gibt ihnen sehr viel davon. Nicht nur die Menschen in seiner Kolonie sind davon geblendet, sondern auch Polizei, Politik, Justiz und sogar die deutsche Botschaft. Paul Schäfer kontrolliert alle Bereiche des Lebens in der Colonia Dignidad. Er predigt, dass Eltern nicht fähig sind, ihre Kinder richtig zu erziehen. Mein liebes Kind, ich will dir was sagen. Du warst von allen zu sehr geliebt. Das ist dir schlecht gekommen. Die Konsequenz? Kinder werden von ihren Eltern getrennt, zusammengelegt und durch von ihm eingesetzte Gruppentanten betreut. Das ist der nächste Schritt der Verhaltenskontrolle. Diese Kinder lernen nie etwas anderes kennen als dieses Leben in Gruppen. Davon, wie Familien eigentlich funktionieren, können sie keine Ahnung haben. Paul Schäfer übt extreme emotionale und körperliche Gewalt gegenüber den Menschen in der Kolonie aus. Dabei zeigt er besonderen Gefallen an der Demütigung von Menschen. Die Jungen missbraucht er sexuell, den Mädchen gegenüber zeigt er andere Formen von Grausamkeit und die ist offenbar dadurch motiviert, dass er die Mädchen als potenzielle Konkurrenz den Jungen gegenüber wahrnimmt. 1973 putscht sich in Chile der rechtsgerichtete General Augusto Pinochet an die Macht. Paul Schäfer unterstützt seit Jahren rechte Gruppen in Chile. Er importiert Waffen und lässt die Putschisten in der Colonia Dignidad die Pläne für ihre Machtübernahme schmieden. Nach dem Putsch öffnet Schäfer das weitläufige Gelände der Colonia Dignidad für den Geheimdienst des Diktators Pinochet. Die Kolonie wird zu einem von vielen Orten, wo Regimegegner gefoltert und getötet werden. Der Diktator selbst besucht Schäfer nach dem Putsch und zeigt sich sichtlich beeindruckt vom Leben in der Colonia Dignidad. Schäfer fühlt sich durch die Zusammenarbeit mit dem Diktator Pinochet absolut sicher. Die beiden haben auch einiges gemeinsam. Sie sind beide nur auf die eigenen Bedürfnisse fokussiert und dabei absolut gewissenlos. Und sie stellen fest, dass sie ihre jeweiligen Ziele besser erreichen können, wenn sie kooperieren. Paul Schäfer wähnt sich absolut sicher in seinem Reich. Verzeihung, ist jemand mit dem, was ich hier zelebriere oder gesagt habe, nicht ganz einverstanden? Oder will sie so feige sein und das verschweigen? Doch trotz aller Kontrolle, immer wieder sickern Details aus dem Leben in der Colonia nach außen. 1966 flieht ein hier aufgewachsener Jugendlicher und berichtet über Missbrauch und Gewalt unter Schäfer. 1976 veröffentlicht die UNO einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen in Chile und nennt die Colonia an erster Stelle. Doch Schäfer ist geschützt, nicht nur durch Diktator Pinochet. Er pflegt auch exzellente Kontakte zur deutschen Botschaft und nach Deutschland selbst. So besuchen zum Beispiel Spitzenpolitiker der CSU wiederholt die Colonia Dignidad und leisten in Deutschland Lobbyarbeit für die Sekte. Und der deutsche Botschafter in Chile behauptet, es gäbe keine Menschenrechtsverletzungen in der Colonia Dignidad.
Trotz des extremen Systems, das Schäfer zur Kontrollausübung aufgebaut hatte, gab es immer wieder Menschen, die Zweifel äußerten, die sogar versuchten zu fliehen. Und genau an diesen Menschen hat Schäfer öffentliche Exempel statuiert. Er hat sie gefoltert, er hat sie eingesperrt und dadurch ganz klar gemacht, dass jeder Widerstand zwecklos sei. Immer mehr Details über Colonia Dignidad kommen ans Licht und in die chilenischen Medien. Doch Paul Schäfer gibt sich unbeeindruckt. Jetzt schreibt es alle, was wir für komische Leute sind und dass wir Marionetten sind und was wir alles sind. Aber es schreibt keiner, was wir leben und was wir tun, was wir opfern. Und deshalb suchen sie ja mit aller Gewalt uns zu vernichten. Ja. Aber solange der August noch da ist, wird es dann etwas schwieriger sein. Mit August meint er Augusto Pinochet, Chiles Diktator. Doch dessen Herrschaft endet 1990. Schäfer verliert seinen wichtigsten Schutz und versucht der Kolonie neue Legitimität zu geben. Dazu benennt er die Kolonie um in Villa Baviera, bayerisches Dorf, und öffnet sie auch für Außenstehende. Er lässt ein Schwimmbad bauen und eröffnet es mit einer bizarr anmutenden Rede. Hier ist also das Schwimmbecken, worum es hier gegangen ist und geht. Es dient der Gesundheit und der Körperertüchtigung ohne alle erotischen Begleiterscheinungen. 1996 schmuggelt ein von Schäfer missbrauchter chilenischer Junge einen Brief aus der Kolonie. Seine Mutter fährt mit dem Brief nach Santiago, die Hauptstadt von Chile, und erstattet Anzeige. Diesmal beginnt die chilenische Polizei ernsthafte Ermittlungen. Im Oktober 1996 ergeht ein Haftbefehl gegen Paul Schäfer. Doch der ist gewarnt. Als die Polizei anrückt, versteckt er sich auf dem weitläufigen Gelände der Kolonie. Ein Jahr lang kann er sich hier verbergen. Dann flieht er mit einer kleinen Gruppe AnhängerInnen nach Argentinien. Hier möchte er eine neue Kolonie aufbauen. Paul Schäfer ist über Jahrzehnte mit seinen Kontroll- und Missbrauchsstrategien durchgekommen. Er weiß ganz genau, wie er Menschen manipulieren, von sich abhängig machen und totale Macht über sie ausüben kann. Und er will genau dies wieder tun. Er ist also mit über 70 Jahren noch extrem gefährlich. Und genau das erklärt den Großeinsatz der argentinischen Polizei. Am 12. März 2005, zwei Tage nach seiner Festnahme, wird Paul Schäfer an die chilenischen Behörden übergeben. In Chile laufen Verfahren unter anderem wegen des Verschwindens von Regimegegnern. Er ist bereits in Abwesenheit wegen des sexuellen Missbrauchs von 27 Kindern verurteilt. 2006 folgt ein weiteres Urteil. Schäfer wird des Missbrauchs von Kindern in 25 Fällen für schuldig befunden. Er wird zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Es folgen weitere Prozesse, deren Ende Schäfer jedoch nicht mehr erlebt. Er stirbt am 24. April 2010 im Gefängniskrankenhaus von Santiago de Chile. Paul Schäfer ist schon lange tot, doch die Manipulationsstrategien, die er angewandt hat, funktionieren auch heute noch. Der beste Schutz vor solchen Manipulationsstrategien ist der, sie zu verstehen und sie zu erkennen. Dadurch ist es möglich, ihnen nicht zu unterliegen oder ihre Effekte zumindest noch rechtzeitig abzuwenden. Wenn du oder jemand, den du kennst, Hilfe benötigt, haben wir hier Stellen verlinkt, an die du dich wenden kannst. Hier links haben wir dir unseren letzten Fall verlinkt. Darin geht es um Nora, die über Jahre im Sportinternat von ihrem Trainer missbraucht wurde. Wir haben sie dort getroffen, wo alles begann. Darunter haben wir euch ein Video von Steuerung F verlinkt. Darin berichtet Simon, wie es ihm gelungen ist, aus der OCG-Sekte auszusteigen. Das Besondere, der Gründer und das Oberhaupt dieser Sekte ist sein eigener Vater.